Hallihallo, Minecraft-Freunde, willkommen zu einer sehr besonderen Folge Sky Factory 2. Heute werden wir etwas Bahnbrechendes schaffen. Was es ist, seht ihr vielleicht, wenn ich jetzt mein Inventar öffne. Und zwar werde ich heute das Division-Siegel aktivieren und dann versuchen, mir Unstable Ingots zu machen, um dann fliegen zu können. Jetzt muss ich mich aber beeilen, den Verzauberungstisch zu craften, denn es ist bereits Mitternacht und dieses Ritual funktioniert nur um Mitternacht. Ich habe hier bereits das aktivierte Division-Siegel und ich hoffe jetzt einfach mal, dass man das Ganze nicht auf Erde setzen muss, obwohl ich mache das einfach mal auf Erde und muss das dann halt abbauen. So, Verzauberungstisch, jetzt fehlen mir die Blöcke. Na, ich glaube, ich schaffe es nicht rechtzeitig. Ich hätte die Aufnahme eher beginnen sollen. Blöcke irgendwelche, genau. Ich glaube, ich hätte die Aufnahme eher beginnen sollen. Und nicht erst 2 Minuten vor Mitternacht oder so. Denn jetzt ist das Ganze schon ziemlich, ziemlich hektisch. So. Okay. Redstone drumherum. Schnell, schnell. Nein, ich habe es nicht geschafft. Fail. Naja gut, dann habe ich ein bisschen Zeit. Und kann mal das ganze Feld zur Erde machen. Und ich mache dann kurz einen Cut bis zum nächsten Tag. Bis gleich. Okay, der nächste Versuch. Ich hoffe, das Teil explodiert nicht oder so. Hier drüben Verzauberungstisch mit dem Redstone drumherum. Ansonsten hier springe ich gerade schon auf so einem Feld rum. Wie die Felder aussehen und so weiter. Zeige ich euch gleich nochmal genauer, aber erst will ich das Division-Siegel aktivieren. Und danach führe ich euch mal durch die Felder und das, was ich offline gebaut habe. Denn irgendwann muss die Base ja auch mal verschönert werden und da habe ich mich drum gekümmert. So. Aber jetzt komm schon, es muss doch langsam Mitternacht werden. Ach ja, hier oben links sieht man ja so eine Uhr. Es ist 23.13 Uhr, also kann es nicht mehr lange dauern. 23.20 Uhr. 23 Uhr. 24, 25, 26, 27, 28, doch keine halbe Stunde mehr. Das Division-Siegel ist aktiviert, das heißt, ich mache jetzt Rechtsklick da drauf, jetzt die Spinne drauf töten und es hat nicht funktioniert, weil es zu hell ist. Nächster Fail, yippie. Also muss ich es komplett dunkel machen oder wie um den Altar drumherum, dass da Monster spawnen können. Das gefällt mir nicht. Es wird hier unten gleich eine richtige Monsterparty geben. Das prophezeie ich schon mal. Ich glaube aber, ich erlaube mir dann Timeset zu machen. Denn ich habe keinen Bock nochmal 10, 20 Minuten zu warten, bis es wieder Nacht geworden ist, bis es wieder Mitternacht ist. Das macht nämlich keinen Spaß. Okay, ich entferne die Fackeln, wir sehen uns gleich. Okay, ich habe jetzt noch so ein Safari-Netz gefunden und das mache ich einfach Timeset 17.000 müsste Mitternacht sein. Okay, 17.000 ist kurz vor Mitternacht. Dann mache ich einfach 17.500. Okay, es sollte Mitternacht werden, genau. Rechtsklick drauf. Hallo? Warum geht das nicht? Achso, Perform the Sacrifice. Drauf und jetzt töten. Und es hat funktioniert. Jetzt ist da nur solche hässliche, super krasse Todeserde, die alle 23 Sekunden oder sowas Monster spawnen, die auch irgendwie super schnell sind. Deswegen, ja, Skelette töten. Und jetzt Creeper, lol, die sind auch, haben irgendwie mehr Leben sein. Jetzt diese Erde abbauen. Ich weiß, die ist relativ okay. Wertvoll, weil man die halt nur durch das Ritual bekommen kann. Aber trotzdem habe ich keinen Bock auf die. Aber ich baue die einfach mit Weinen ab. Genau. Dann das Skelett weg. Hier den Verzauberungstisch abbauen. Dann habe ich hier wieder die Erde für das Feld. Kann ich also dann gleich alles wieder hinplatzieren. 1, 6, 17 Erde, genau. Oh, hier ist noch so ein Block. Okay. Und wir haben das Activated Division Siegel. Und damit machen wir uns dann jetzt gleich unser Fliegteil.
So, jetzt also erstmal den ganzen Crap aus dem Inventar rauswerfen, den man nicht mehr braucht. Na gut, das bisschen Munitionsessenz, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Und dann brauchen wir den Angel Ring. Ich will mir den Angel Ring machen. Und da gucken wir mal. Angel Ring. Genau. Ah, da gibt es mehrere Ausführungen. Wo ist der unter? Oh, verdammt. Ah, fail. Wir können uns den nicht machen. Weil wir das da brauchen. Dazu brauchen wir es zu der Köpfe. Ja gut, dann wird es doch so einfach, aber wir haben aktiviertes Division-Siegel. So, dann gucken wir mal, was wir uns Cooles draus machen können. Ganz viele Blöcke, die irgendwie alle mega hässlich aussehen. Ganz viele Rings. Ganz viele Waffen. Eine Builder's Wand kann man sich damit doch, glaube ich, auch machen, oder? Gibt's hier gar nicht? Doch, gibt's doch hier Builder's Wand. Ein Unstable Ingot und ein Obsidian. Unstable Ingot brauchst du Eisen und Diamond. Und da muss ich mich dann beeilen. Denn die Teile explodieren und machen viel Schaden. Hier ist noch ein Eisen. Und irgendwo habe ich hier auch noch Obsidian rum. Nicht wenig, glaube ich. Ah, da ist zum Beispiel, sind zum Beispiel 3 Stück. Okay. Mache ich einfach mal schnell. Wo ist das Eisen? Habe ich das Eisen wieder rausgetan? So. Unstable Ingots. Nur halt andersrum. Nicht. Division Siegel. Eisen. Activated Division Siegel. Eisen, Diamond. Oder andersrum, Brauche ich da irgendwie Sharped, Shaped Crafting? Okay. Warum kann ich mir nicht die Unstable Ingots craften? Vielleicht geht das nicht in den, sondern nur in diesen Crafting Tables. Ah, okay. Okay, wenn ich das jetzt nehme, 10 Sekunden Zeit. 1, 2, okay, geschafft. Damit haben wir jetzt unsere Builder's Wand. Hihi, ist das nicht geil? Jetzt können wir hier die Erde zum Beispiel mal nehmen. Warte, muss man da irgendwie was machen mit? Irgendwie Rechtsklick oder sowas? Oh, lol. Ja, ich dachte so, was ist das? Oh, verdammt, da unten ist noch eine Monsterparty. Ja gut. Der Zombie ist tot. Oh, jetzt habe ich wieder den ganzen Monster-Crap aufgesammelt. Dann gehe ich einfach mal hier runter, klatsch die ganzen Viecher. Creeper tot. Okay, Double-Skelette sind böse. Gut, da ist noch eine Spinne, jetzt nicht mehr. Und dann muss ich hier mal wieder die Fackeln hin platzieren. Denn es ist echt mies, wenn die ganze Zeit Monster spawnen. So, hier was hin. Oh, eine Spinne. Einmal geschlagen und direkt noch ein Modifier. Leute, ich habe jetzt Luck da drauf. Ist das so wie Looting? Das wäre cool. So. Ja. Das heißt, wir müssen demnächst irgendwie mal einen Ritter klatschen. Da muss ich mal in den Nether gehen und mir ein paar Ritterköpfe erfarmen. Da machen wir vielleicht einen Cleaver oder sowas, denn da droppen die Köpfe mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. So, jetzt erstmal hier Fackeln wieder hinsetzen. Na gut, da haben wir halt nur die Builder's Wand, aber das ist schon mal was. Und dann zeige ich euch jetzt gleich mal, wenn ich das hier wieder alles repaired habe, was ich noch so gebaut habe. Können wir mal den Lootbag öffnen. Ja gut, doch, die Dias nehme ich mir mal. Aber ansonsten kann das alles mal weg. Brauche ich nicht. Wie viel Crap man einfach daraus bekommt, wenn man die Monster tötet. So, jetzt müsste ich ja irgendwie
Ah. So geht das, okay. Okay. Jetzt habe ich es kapiert. So, und jetzt kann ich hier. Oh, ich wünschte, ich hätte das gehabt, als ich das Feld zum ersten Mal bauen musste. Hier meinen schönen Mentor nehmen und wieder die ganzen Felder behaken. Jetzt hier wieder 1, 2, 3, 4. Hier rein kommt das Wasser. Da habe ich hier irgendwie auf mysteriöse Weise 2 Erde plus gemacht. Okay, das reicht jetzt erstmal so aus. Das Behaken mache ich später. Und jetzt zeige ich euch, was ich gebaut habe. Das sieht nämlich mega cool aus, finde ich. Habt ihr schon gesehen, hier unten sind so ein paar Felder entstanden. Die waren vorher noch nicht da. Ich dachte so, okay, komm, man muss ja irgendwie mal was Schönes bauen, damit es auch schön aussieht. Und wenn ich jetzt mit Magical Crops anfangen will, dann mache ich das doch gleich von Anfang an schön. Darum habe ich mir hier unten mal 9 verschiedene Felder angelegt, jeweils mit solchen Wegen dazwischen. Und ja, das sieht, finde ich, schon richtig nice aus. Ansonsten habe ich hier von meiner Basis hier so ein kleines Geländer hingemacht und so eine Treppe, die hier so schräg nach unten geht, dass du hier zwischen den Feldern langlaufen kannst. Und jetzt der eigentliche Teil, der ist dann hier drüben, da wo sich der größte Teil abspielt. Und zwar sind das hier einmal ein paar Kisten. Hier sind momentan die ganzen Infusion Stones. Und hier sind Kisten drinne, wo ich die ganzen Essenzen reingetan habe. Und hier drüben sind Barrels, wo jetzt zum Beispiel Seeds drin sind und die ganzen Essenzen, die ich irgendwie übrig habe. Und hier drüben, Toggledown vorher. Hier drüben habe ich jetzt Ender-Lily-Seeds angepflanzt. Hier habe ich auch schon ein paar Enderperlen drinne. Und da können wir halt diese 2 Blumenbeete voll machen. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Und, ich denke mal, so werde ich jetzt so also für jeden Mod oder so mal was bauen. Okay, aber jetzt erstmal. Ich finde es irgendwie, dass man das nicht machen kann mit dem Angel Ring. Ich dachte, man braucht da keinen Nesselstein dazu. Ich war wieder richtig gut vorbereitet, wie man sieht. Ja, dass es nicht geht, ist irgendwie total blöd. Dann machen wir was anderes. Machen wir die Planter. Platzieren wir schon mal, craften wir schon mal die Planter. Planter hier. Wir brauchen Pistons, 9 Stück. Ach ja, genau, Blumentöpfe hatte ich schon vorbereitet. Offline, wie ich letzte Folge gesagt hatte. Die müssten hier irgendwo drinnen liegen. Müssten. Da sind 3. Ich bin natürlich wieder so blind und sehe sie nicht. Sind die hier drinnen? Ohne Kommentare. Die sind einfach in der Kiste. Einfach so drin. Blumentöpfe. Dann die Machine Blocks. Basics. Hier. Dann Plastik. Hier unten Plastik. Ach, ich finde diesen Bug so cool. Okay. Plastik. Und jetzt brauche ich Pistons. Dafür brauche ich wieder Holz. Mir fällt auf, dass ich kein Holz mehr habe. Ach man, warum habe ich nie Holz? Automatische Holzfarmen ist auch echt nötig. Ach, muss ich wieder farmen. Okay, Holz, alles andere zusammengesucht. Jetzt hier mal einfach durchcraften. Ups, da hatte Pisten. 9 Stück. Dann, oh, verdammt, das ist nicht der Tinker's Construct Table. Hier die Pistons nehmen, Pistons rein, das umtauschen. Und dann haben wir ebenfalls 9 Planter. Und dann können wir die Harvester und die Planter nehmen, zu den Feldern gehen. Und ich gehe nochmal schnell nach hinten und gucke, wie viel Erde in meiner Maschine hier drin ist. Denn die Felder sind ja noch nicht alle fertig. 23 Stück. Okay, aber das Material ist alle. Das heißt, ich fülle einfach mal nach. So. Hm, 23 Erde. Das reicht, glaube ich, noch nicht aus, um das Feld zu befüllen. Ah, okay, es fehlen noch 2 Felder. Ja, dann reicht es erst recht nicht aus. Warte, Builder's Wand, Builder's Wand. Das Teil ist cool. Okay. Hier
Jetzt haben wir hier einen Planter und einen Harvester. Ich glaube, der Planter muss... Warte. Ich mache es einfach mal hier am Beispiel von diesem Block. Oder am Beispiel von diesem Feld. Einer von denen muss hoch, der andere muss runter zeigen. Ups. Ja, gut. Ach, ich würde sagen, ich muss mir da nochmal ein Tutorial angucken. Das hatte ich eigentlich noch gar nicht für diese Folge geplant. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich das Zeug platziere. Bis denn. Ciao, ciao. Wartet, wartet, noch abbauen, damit es schön bleibt. Okay. Ciao, ciao.